223 Milliarden Euro sind wahnsinnig viel Geld. Was passiert, wenn dieses Geld plötzlich weg ist? Studien zufolge ist nämlich so hoch der Gesamtschaden, der der deutschen Wirtschaft durch Cybercrime jährlich derzeit entsteht. Und damit hat diese Summe im vergangenen Jahr einen Negativrekord erreicht. Ja, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen beim Executive Briefing von Link 11, einer Veranstaltung des Sicherheitsanbieters Link 11, unterstützt von der Unternehmensberatung Deloitte, dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz und der FAZ. Wir sprechen heute über digitale Unternehmenswerte, welchen Gefahren sie ausgesetzt sind und auch, wie sich Unternehmen davor schützen können. Denn gerade der Mittelstand ist für Internetkriminelle ein sehr attraktives Ziel. Kleine und mittlere Unternehmen verfügen über Spezialwissen auf der einen Seite vor Cyberangriffen, jedoch sind sie oft gar nicht oder nicht wirklich gut geschützt, zumindest nicht so gut wie Konzerne. Cyberkriminalität wird also zu einem immer größeren und zu einem mittlerweile auch sehr, sehr teuren Problem, zu einer großen Bedrohung für Unternehmen. Das zeigt auch der Blick in unsere Zeitung fast täglich momentan. Und doch wird der Schutz gegen solche Angriffe und die möglichen Folgen auch vielfältig vernachlässigt. All das ist Anlass genug, um heute über Cyberangriffe zu sprechen, denn die Digitalisierung, nochmal angetrieben und beschleunigt durch Corona, verändert nicht nur Geschäftsmodelle, sondern verändert auch Geschäftsrisiken. Ja, meine Damen und Herren, mein Name ist Daniel Schleid, ich bin leitender Wirtschaftsredakteur bei der FAZ und das heutige Setting dieser Runde ist eigentlich so, wie man sich's malen würde als FAZ-Redakteur, denn wir können heute auf ein wirklich wichtiges, sehr relevantes Thema aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven schauen und ich glaube, das macht diese Runde sehr attraktiv und ich darf Ihnen die Gesprächspartner, die heute dafür zur Verfügung stehen, auch an dieser Stelle vorstellen. Ich freue mich auf Ralf Noll. Er ist Partner im Bereich Cyber Risk bei Deloitte und verantwortlicher Ansprechpartner für alle Fragestellungen für alle Fragestellungen rund um den Themenbereich der Cyber Response. Ralf Noll hat mehr als 20 Jahre Erfahrung bei der Erkennung und Abwehr von Cyberangriffen, insbesondere zur forensischen Sicherung und Auswertung von digitalen Spuren in IT-Systemen, insbesondere auch im internationalen Kontext. Ja, Ralf Noll, herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ebenfalls aus der Praxis ganz nah an dem Thema dran ist Paul Sester. Er interessierte sich schon, wie er erzählt hat, während seiner Ausbildung bei einem Chemiekonzern für das Thema IT-Sicherheit und spezialisierte dann sein Studium zum Bachelor und Master auch genau in diese Richtung. Hat auch seinen Master in angewandter IT-Sicherheit dann gemacht und bei der Baumarktkette Hornbach arbeitet er nun schon seit 7 Jahren und darf sich dort seit 4 Jahren um das Thema Informationssicherheit ganzheitlich kümmern. Herzlich willkommen, Herr Sester. Zugeschaltet aus Rheinland-Pfalz ist uns Kriminalhauptkommissar Daniel Wolfinger. Er ist seit Ende 2015 im Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz tätig, und zwar im Dezernat 47 mit dem Titel Cybercrime. Seit 2018 ist er hauptverantwortlich in der zentralen Ansprechstelle Cybercrime eingesetzt. Hallo, Herr Wolfinger. Und ja, zu guter Letzt, der Gastgeber Marc Wilczek. Er ist Geschäftsführer beim IT-Sicherheitsdienstleister Link 11 und für die strategische Geschäftsentwicklung, für Wachstumsinitiativen sowie für Marketing und Vertrieb verantwortlich. Neben Stationen bei der Deutschen Telekom und bei der CompuGroup Medical leitete er unter anderem als Managing Director das Asiengeschäft beim IT-Sicherheitsexperten Sophos. Inzwischen veröffentlicht Herr Wilczek regelmäßig Fachartikel zu den Themen digitale Transformation, Cloud Computing, Big Data und Security. Ja, hallo, Herr Wilczek. So, das ist jetzt die Runde für die nächste Dreiviertelstunde, wo wir uns über das angesagte Thema unterhalten wollen. Ich freue mich drauf und bevor wir in diese, denke ich, sehr konkrete, praxisnahe und nutzwertige Runde einsteigen wollen, starten wir mit einem Impulsvortrag von Deloitte Cybercrime-Experte Ralf Noll. Lieber Herr Noll, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank, Herr Schleid. Danke auch für die Einweisung schon zu meiner Person. Wie Sie schon dargestellt haben, bin ich bei Deloitte für die Cyber Response verantwortlich, also mit diesem Erfahrungshintergrund. Mein Team sind also die Kollegen, die dann im Fall von Cyberangriffen eben auch vor Ort gehen und dann eben unseren Kunden eben helfen, auch
ja, gegen die Hacker anzutreten und möglichst schnell wieder zurück ins Business zu finden. Und vor diesem Erfahrungshintergrund schaue ich natürlich auch auf die Megatrends, beispielsweise die Digitalisierung. Und neben den großen Chancen, die die Digitalisierung eben mit sich bringt, habe ich eben insbesondere mit dieser Perspektive auch einen besonderen Blick auf die Risiken, die mit solchen Trends einhergehen. Ja, die Trends der Digitalisierung, damit meine ich beispielsweise künstliche Intelligenz oder Internet of Things, 5G, Industrie 4.0, alle diese Themen führen eben dazu, dass wir immer mehr Geräte haben, Dinge haben, die miteinander vernetzt sind. 27 Milliarden vernetzte Geräte zählen wir heute schon auf der Welt. Das ist ja ein bisschen mehr als drei IoT-Gadgets je Mensch auf dieser Welt. Und das wird eben auch noch sehr stark zunehmen, wenn wir auch an Modelle wie autonomes Fahren oder vernetzte medizinische Geräte denken, wird, glaube ich, schnell klar, dass wir hier uns eben auch einer anderen Gefahrenlage gegenüber sehen. Ich nenne es mal Connected Everything, Cyber Everywhere, damit eben auch diese veränderte Gefahrenlage muss natürlich auch einen Niederschlag finden in einem angemessenen Umgang mit den Risikosituationen auch in diesen digitalisierten Geschäftsprozessen. Ja, diese großen Megatrends, die ich eben nannte, sind die eine Seite. Parallel dazu sehe ich aber auch eine sehr starke Erhöhung der Komplexität unserer digitalisierten Geschäftsprozesse. Als Beispiel will ich hier nehmen einen verstärkten Trend der Verlagerung der Geschäftsprozesse in die Cloud-Infrastrukturen oder eben auch eine sehr starke Zergliederung oder stärkere und zunehmende Zergliederung der Wertschöpfungsketten über verschiedene Lieferanten hinweg, über Partner hinweg, über Service Provider hinweg. Und diese Beispiele mal genommen führen eben auch dazu, dass vermehrt die Risiken für ein Unternehmen außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Ja, auf der anderen Seite, und damit meine ich eben auch die Seite der Angreifer, auch hier sehen wir durch die Digitalisierung auch eine Professionalisierung der Cyberkriminellen. Hier haben wir natürlich deutlich lukrative Geschäftsmodelle im Bereich der Internetkriminalität und Gruppen aus dem Bereich der organisierten Kriminalität haben eben auch sehr stark ihre Geschäftsmodelle in den Bereich der Cyberkriminalität verlagert. Ja, Gruppen, die früher sehr stark mit Waffenhandel sich beschäftigt haben, mit Menschenhandel oder Drogenmodellen und Ähnlichem, haben eben ihre Modelle auch in die Internetkriminalität verlagert, weil hier sehr lukrative Geschäftsmodelle natürlich mit einhergehen und auf der anderen Seite aber auch ein vergleichsweise geringes Entdeckungsrisiko, weil man eben nicht mehr Waffen oder Drogen oder Menschen über Grenzen schmuggeln muss. Das ist auch nur ein Aspekt. Der andere Aspekt auf der Angreiferseite ist aber auch, dass wir eine starke Professionalisierung, eine sehr starke Spezialisierung auf der Angreiferseite haben und diese Gruppen natürlich auch die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, beispielsweise künstliche Intelligenz eben auch im Rahmen von Angriffsmethoden zu einer deutlichen Steigerung der Effizienz und Effektivität der Angriffsmuster führt. Ja, gucken wir mal auf aktuelle Studien. Ich nehme hier mal unsere Deloitte Cyber-Studie. Die ist aus dem August diesen Jahres, relativ frische Daten also. Auch hier stellen unsere Studienteilnehmer eben fest, dass eben die Risiken durch die verschiedenen Spielarten von Cyberbedrohungen weiterhin als sehr hoch eingestuft werden. Einer der markanten Trends, sicherlich auch auf jeden Fall in diesem Kontext zu betrachten, seit Beginn der Corona-Pandemie, ist natürlich auch die Verlagerung der Arbeiten in das Homeoffice und die Mitarbeiter der befragten Unternehmen in dieser Studie haben natürlich hier auch entsprechend reagiert durch die Umstellung
durch die Umstellung ins Homeoffice natürlich eine stärkere Anbindung ans Netz der Organisationen und die verstärkte Nutzung Kommunikationstools hier ermöglicht. Aber eben mit diesem gestiegenen Datenaustausch geht eben ebenso einher eine größeres Cyberrisiko. 34% der Wirtschaftsvertreter aus unserer Studie konstatieren dann eben auch eine höhere Bedeutung zu Cybersecurity im Rahmen dieser Pandemiekrise. Und 82% von denen haben eben auch entsprechend reagiert mit erhöhten und angepassten Maßnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit. Das alles zeigt eben auch, da gehen die Studien eigentlich alle in die gleiche Richtung, dass dieses Thema, über das wir uns heute hier zusammenfinden und diskutieren wollen, eben weiterhin sehr relevant ist und die Cyberbedrohungen allgemein weiterhin als sehr hoch eingestuft werden. Ja, damit sehr gerne zurück an Herrn Schleit und ich freue mich auf eine Diskussion in diesem Kreis der Experten. Ja, vielen Dank, Herr Noll. Wunderbar, damit haben Sie ja schon eine ganze Menge von wichtigen Themen angesprochen, die wir jetzt auch in der Folge noch besprechen wollen. Ja, je mehr Daten, ich glaube, das liegt auf der Hand, wir erheben, umso mehr wir uns im digitalen Raum bewegen, im Internet, in der Cloud, je mehr Dinge irgendwie mit Chips ausgestattet werden, umso wichtiger ist ja, diese Werte dann auch zu schützen. Deswegen haben wir ja auch heute den Titel der Veranstaltung bewusst dahin gewählt, dass es um digitale Unternehmenswerte geht. Denn die Daten sind ja sozusagen quasi das neue Gold der Unternehmen. Und ja, wenn man sich überlegt, man hätte früher sozusagen sein Gold einfach mehr oder weniger offen auf der Straße liegen lassen, dann ist es schon ein bisschen verwunderlich. Wenn man aber heute sich diverse Studien anschaut, dann scheint es ja, was die Daten angeht, das neue Gold, teilweise so zu sein, was Unternehmenswerte angeht. Bevor wir da hier nochmal tiefer reingehen, Herr Wolfinger, wir dürfen ja auch ein Stück in Ihr Büro reinschauen im LKA. Mich würde interessieren, wie ist denn momentan die Gefährdungslage? Wie voll ist Ihr Schreibtisch und kommen Sie momentan noch hinterher? Geben Sie uns da doch mal bitte zum Start nochmal ein kleines Gefühl. Vielen Dank, Herr Schleit. Ja, das Arbeitsaufkommen ist so groß wie eh und je. Es ist auch bei uns durchaus nachvollziehbar und ersichtlich, dass die Fälle zunehmen. Das liegt aber auch daran, dass das Vertrauen der Wirtschaftsbetriebe in die Polizei gestärkt wird und immer mehr Wirtschaftsvertreter sich an uns proaktiv wenden, vor allem an die zentrale Ansprechstelle Cybercrime, sodass wir hier auch eine deutliche Anstieg der Zahlen zu vermelden haben. Was die Gefahren an sich angeht, da kann ich dem Vortrag von Herrn Noll nur zustimmen. Das ist auch das, was wir bei uns entsprechend sehen. Je mehr Geräte in die Vernetzung mit reinkommen, umso größer wird natürlich auch die Gefahr. Die Pandemie hat ihr Nötigstes dazu beigetragen mit dem Homeoffice, was Fluch und Segen in einem ist. Also von daher, langweilig wird mir nicht. Das sieht man auch im Hintergrund durchaus. Aber es ist alles noch so weit handelbar, so dass wir immer noch aktiv sind und entsprechend helfen können, wo wir helfen dürfen. Ja, das ist beruhigend, dass Sie ja offensichtlich gut aufgestellt sind für diese Herausforderungen, die da auf uns zukommen. Herr Wilczek, Link11 hat sich ja spezialisiert auf DDoS-Angriffe, also auf Datenlawinen. Wie groß und wie schwer und wie breit sind die momentan, diese Lawinen, die da auf uns zurollen? Sie werden immer größer, tatsächlich, das können wir postulieren. Wir haben ein sehr ereignisreiches Jahr hinter uns, wenn man bis dato mal Zwischenbilanz zieht. 2021, wir hatten am Anfang schon sehr viel damit zu tun, mit Angriffen auf die Schulplattformen. Kaum sind wir in das neue Jahr gestartet, waren die Schulplattformen als erstes betroffen. Kurz danach kamen die Impfzentren. Und als man sich an den Impfzentren abgearbeitet hatte, kamen danach Erpresserwellen, die wir rund um den Globus haben verfolgen können, die auch nach Deutschland gekommen sind. Und die Angriffe haben total zugenommen. Also wir reden tatsächlich davon, wenn man jetzt mal vergleicht gegenüber dem Vorjahr oder Vorvorjahr, mal zurückgeht auf 2019 beispielsweise, dann haben sich die Angriffe in der Zwischenzeit also um rund 150% entwickelt innerhalb von 2 Jahren. Es hat ein substanzieller Zuwachs. Wir hatten den ersten großen Schub schon im letzten Jahr, im Corona-Jahr gesehen. Und auf dieses hohe Niveau kamen jetzt nochmal neue Angriffe obendrauf. Und wir hatten gerade erst jetzt unsere Zahlen veröffentlicht zum 30.09. für das dritte Quartal, wo wir also Angriffe hatten, die in der Spitze regelmäßig über 600 Gigabit per Second gegangen sind. Und wir hatten ein Unternehmen sogar dabei, das innerhalb von 2 Stunden über 2,5 Terabit
pro Second an Datenlawine bekommen hat. Also das sind Zahlen, die waren vor ja, wenigen Jahren noch unvorstellbar und mittlerweile, möchte ich fast sagen, wird das immer mehr zum Tagesgeschäft. Wie ist das denn, Herr Sester, wenn man, wenn Sie diese Zahlen hören und diese Gefährdungslage wahrnehmen, werden Sie dann nervös und denken, oh je, was kommt da auch auf ein Unternehmen wie Hornbach zu? Wie gehen Sie damit um? Wie nehmen Sie das momentan wahr? Können Sie sich da überhaupt noch sozusagen als Unternehmen davor alleine schützen? Es kommt natürlich darauf an, in Richtung nervös. Natürlich, wir machen ja vieles in Richtung Informationssicherheit. Wir schützen uns in verschiedenen Vektoren, auch in Richtung DDoS, wenn wir jetzt gerade das eine Thema angesprochen haben. Beziehungsweise seit einigen Jahren haben wir da schon entsprechenden Schutz aktiv. Den müssen wir natürlich immer weiterentwickeln. Das heißt, da ist natürlich dieses einmalige, ich habe was getan und muss dann nie wieder was tun. Da können wir uns von verabschieden. Da müssen wir kontinuierlich dran arbeiten und alles verbessern. Ich sag mal, nervös. Also ich kann noch nachts schlafen. da kann ich Sie beruhigen. Das ist schon machbar, aber wir sehen natürlich auch, genauso wie der Wilczek gesagt hat, wir sehen immer mehr Angriffe, immer stärkere Angriffe, auch immer komplexere Angriffe in die Richtung und auch natürlich bedingt durch die ganze Corona-Situation aktuell ist auch natürlich bei uns im Einzelhandel bzw. Baumarktgeschäft, ohne unseren Webshop wären wir zu dieser Zeit nicht handlungsfähig gewesen, wir hätten nicht verkaufen können, weil alle Märkte zu waren oder viele Märkte zu waren. Und hier hat man natürlich auch einen sehr, sehr starken Anstieg an Angriffen eben speziell auf dieses Thema gesehen. Mhm. Jetzt lassen wir uns nochmal einmal einen Schritt zurückgehen zu dem Thema digitale Unternehmenswerte, Entschuldigung. Herr Noll, Sie haben das ja angesprochen, dass da einfach immer mehr entsteht, was auch schützenswert ist. Vielleicht können Sie uns da einfach nochmal ein Stück an die Hand nehmen. Also warum entstehen momentan so viele neue Werte und welche Rolle spielen die eben auch im Gesamtsystem der Werte von Unternehmen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Digitale Unternehmenswerte oder überhaupt die Identifikation für Unternehmen ihrer digitalen Assets, was auch viele Unternehmen vor große Herausforderungen stellt und eigentlich auch die Grundlage ist einer guten Business Continuity Management Fragestellungen, dass man im ersten Schritt identifiziert, was sind hier die kritischen Unternehmenswerte und dann eben auch die besonders schützt und höhere Schutzmechanismen um diese herum baut im Vergleich zu den weniger kritischen. Wir haben hier, wie ich das auch schon eingangs und wie auch Herr Wolfinger schon sagte, natürlich auch mit der Veränderung der Geschäftsmodelle zu tun, wo also wir einerseits viele Dinge miteinander vernetzen und daraus eben Datenströme entstehen. Also wir haben früher sehr stark eine Mensch-Maschine-Kommunikation eben gehabt und das verlagert sich eben mehr und mehr zu einer Maschine-Maschine. Kommunikation, denken wir mal an autonomen Fahren auch, wo eben dann Autos untereinander kommunizieren oder eben auch mit Navigationssystemen kommunizieren und mit Staumeldungen und Ampeln und was auch immer alles auf uns zukommen wird. Und diese Datenströme werden ja mehr und mehr in den neuen digitalen Geschäftsmodellen auch die Wertschöpfung ausmachen. Und dadurch haben wir eben eine sehr stark steigende Änderung in der Form, dass diese Daten, die diese Geräte auch erzeugen, eben das Geschäftsmodell werden. Mit diesen Modellen eben Mehrwert geschaffen wird, Services um diese Funktionen herum gebaut werden. Und das ist, glaube ich, eine wesentliche Änderung, warum eben heute auch die Digitalisierung und die digitalen Assets so in den Fokus rücken. Einen anderen Punkt will ich auch noch, also neben diesem Thema von IoT, den wir damit angesprochen haben, will ich einen anderen Aspekt da hier auch noch reinbringen und das ist das Zusammenwachsen von der sogenannten IT und der OT-Welt. Mhm. Also unter IT-Welt meinen wir sehr stark eben
die klassische IT-Umgebung, die ja sehr stark auf Office-Kommunikationssysteme ausgerichtet ist, und die OT-Welt der Operational IT, also die eigentlichen Dinge und Geräte, auch Produktionsanlagen, die vernetzt werden und so weiter. Und ja, durch die Vernetzung haben wir eben jetzt auch eine sehr starke Verknüpfung dieser beiden Welten, die eben für uns auch relativ neu sind, und damit kommen die Gefahren, die wir aus der IT-Welt kennen, von Hackerangriffen eben in die Welt der physischen Dinge eben auch rein. Und das ist eben auch eine deutliche Veränderung. Okay, verstehe. Also ich sage es mal mit meinen Worten und vielleicht etwas verkürzt, aber wenn da was schief geht, dann sind nicht nur die Fotos von der Weihnachtsfeier von der Festplatte weg, sondern sind da eben wirklich große Unternehmenswerte mittlerweile betroffen, an denen die komplette, so deutlich können wir es glaube ich sagen, Existenz eines Unternehmens hängen kann. Da geht es auch wirklich dann darum, ums Überleben letzten Endes. Also wenn, wie Herr Sester sagt, der Webshop einfach mal 2 Wochen ausfällt, dann haut Hornbach nicht, also in der Pandemie, noch dazu, Hornbach nicht ein kleines, sondern ein großes Problem. Ist es denn, Herr Wilczek, bei den Unternehmen angekommen? Haben Sie den Eindruck, dass das, wenn Sie mit Kunden reden, dass das klar geworden ist? Na gut, die Leute, die zu Ihnen kommen, die wissen schon, dass es Probleme gibt. Also ich sage mal, die Notfallintegration, die wir jetzt die letzten Monate gemacht haben, sprechen da Bände. Wir würden uns wünschen, dass doch mehr präventiv gemacht wird, statt doch zum Teil erst gewartet wird, bis wirklich der Laden regelrecht brennt. Und vielleicht nochmal anknüpfen an das, was Ralf Noll gerade gesagt hat. Am Ende des Tages bestehen halt heute die Unternehmen nicht mehr aus Gebäude und Fuhrpark und Maschinen, sondern es werden halt immer mehr immaterielle Vermögensgegenstände gebildet, die auch in den Bilanzen stecken. Und sollte es da zu Unterbrechungen kommen, dann sind die Schmerzen eben da. Trotzdem, obwohl man sagen würde, das liegt doch so auf der Hand, das ist doch so intuitiv klar, um Ihre Frage zu beantworten, gibt es doch immer noch Unternehmen, die leider erstmal aus Vergangenheitswerten ableiten, dass sie nicht betroffen sind und im Zweifelsfall halt dann erst zum Hörer greifen, wenn im Grunde genommen der Schaden schon passiert ist. Und das, was wir eigentlich versuchen wollen zu vermeiden, dass es zu gar keinem Schaden erst kommt, das ist dann halt in der Situation nicht mehr möglich und der Impact ist dann in der Regel schon da. Das ist ja ein Management-Thema. Also das heißt, das muss ja letzten Endes, widersprechen Sie mir, wenn Sie das anders sehen, ganz oben aufgehangen werden. Die Grundsatzentscheidung, dass ich einfach sehr viel Aufmerksamkeit auch in dieses Thema reingebe. Herr Sester, wie oft müssen Sie denn Ihrem Forschern erklären, dass die IT-Sicherheit oder der IT-Sicherheitschef genauso wichtig ist, genauso viel Budget haben muss oder natürlich dementsprechend mehr sogar, als zum Beispiel der physische Security-Mensch am Empfang der Unternehmenszentrale? Also dankenswerterweise ist mein Vorstand, also Technologievorstand, dem ich berichte zu den Themen Informationssicherheit, sehr aufgeschlossen und treibt das Thema auch aktiv mit. Von daher, dem muss ich nicht mehr so viel erklären. Also der versteht, dass das Thema wichtig ist, dass es vorangetrieben werden muss. Die Verteilung oder die Weiterentwicklung ins Unternehmen rein, operativ, das sind natürlich die Themen, die müssen getrieben werden. Die müssen auch, sage ich mal, von der Führungsebene von oben nach unten getrieben werden. Weil es ist natürlich schwierig, sage ich mal, in einem Fachbereich zu erklären, warum jetzt dieser eine Server gepatcht werden muss. Wo ist das Risiko hinten dran, wenn dieser Server jetzt eine Woche später oder eine Woche früher gepatcht werden muss? Mhm. Also dieses, sage ich mal, Informieren, das Aufklären, das Reintragen in die Organisation, das ist das, was so am schwierigsten natürlich ist. Die Führung hat es verstanden. Das heißt, Sie sind auch im Prinzip so ein bisschen ein Moderator oder ein Kommunikator, der diese Awareness schaffen muss. Wie sieht es denn damit aus? Genau, also Awareness ist eins von diesen von ganz großen Punkten. Wir haben eine Awareness-Kampagne, die schon seit einigen Jahren läuft, die auch immer mal wieder läuft. Das ist im Endeffekt Aufklärung von Mitarbeitern. Was kann passieren? Wie sieht es aus? Führungskräfte mit abholen, mit informieren. Genau, dass eben das Verständnis dafür, was kann passieren. Und wie können wir uns dafür schützen? Entsprechend auch in das, sag ich mal, in den Prozess, in die tägliche Arbeit mit einfließen kann. Herr Wolfinger, heute Morgen, als ich die FAZ-App aufgemacht habe, da las ich relativ prominent, die USA setzen jetzt irgendwie 10 Millionen Euro aus für die Erfassung einer Hackergruppe, Darkside, glaube ich. Haben Sie sowas auch schon gemacht oder auch sowas vor? Wir sind hier nicht im Wilden Westen, also von daher haben wir keine Steckbriefe in der Form.
Aber wir haben zumindest innerhalb der Polizei entsprechend, wenn wir sie so wollen, Steckbriefe, wo wir schon gucken, dass Informationen zusammenfließen, um dann entsprechend gezielt gegen solche Organisationen vorzugehen, vor allem im internationalen Bereich. Also es ist nicht so, dass wir sagen, wir schaffen sowas alles komplett allein, sondern wir sind hier Cybercrime weltumfassend. Somit sind wir auch darauf angewiesen, dass wir zusammenarbeiten, auch länderübergreifend. Und das machen wir eigentlich, oder zumindest da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich denke, Optimierungsbedarf ist überall vorhanden. Das ist bei der Polizei nicht anders, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Was sind denn heute so typische Verläufe? Es geht ja in der Regel um Erpressung. Das heißt, es geht ja nicht darum, was irgendwie nur kaputt zu machen. Gut, vielleicht weiß ich nicht, ob es auch ab und zu darum geht, beim Konkurrenten Schaden anzurichten oder bei einem Ex-Arbeitgeber. Herr Wilczek nickt. Also korrigieren Sie mich gerne. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es in erster Linie Erpressung geht. Aber also das heißt, was sind denn so die typischen Verläufe und was sind die typischen Angriffspunkte? Ich denke, man muss hier so ein bisschen unterscheiden. Es gibt die Form von, ich sage jetzt mal, Hackern, die wirklich Spaß daran haben, in die Systeme reinzukommen, Daten auszuspähen, einfach dieses, was kann ich alles machen, so ein bisschen als Sport sehen. Und dann gibt es aber auch die Sparte von Tätern, und das sind die, die zumindest mal derzeit definitiv am gefährlichsten sind, die organisiert, professionell agieren, wo es eben nicht nur darum geht, zu gucken, spaßhalber, wie tief kann ich gehen, sondern hier geht es wirklich darum, wie Sie schon richtig erwähnt haben, zu erpressen, Daten auszuspähen, auszuleiten, zu verkaufen, letztendlich dann auch in der Folge noch zu verschlüsseln. Weil Sie das so schön gesagt haben, was für Angriffsvektoren haben wir? Ich denke, dieses Jahr hat es relativ deutlich gezeigt, dass Ransomware eine der größten Gefahren derzeit sind für Wirtschaftsunternehmen insbesondere. Das ist ein mehrstufiger Angriff. Das heißt, wir haben hier nicht eine ja, Schadsoftware oder einen Angriffsvektor, sondern wir haben einmal diesen Einfallsvektor, der, Entschuldigung, da war ich kurz weg. Wir haben den Einfallsvektor über Social Engineering zum Beispiel, dass die Schadsoftware die erste quasi erstmal implementiert wird, um ein Netzwerk auszuspähen und dann letztendlich die wertvollen Daten zu extrahieren, zusammenzuführen, zu extrahieren. Und dann geht man quasi in die offene Phase, sprich durch das Verschlüsseln und das Hinterlegen eines Erpresserschreibens. Ja, offenbart man sich seinem Opfer und dann ist es meistens auch schon zu spät. Und dann reden wir auch von sehr hohen Schadenssummen und auch entsprechend angepassten Lösegeldforderungen. Okay, das heißt, vielleicht an Herrn Wilczek die Frage nochmal, weil Sie ja eben schon auch da so deutlich genickt haben, in Richtung, dass es nicht nur um Impressum geht. Das heißt, es ist sehr, sehr vielseitig, worauf man sich da einstellen muss. Das ist leider so, ja. Es gibt eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätergruppierungen, die da agieren. Wie Herr Wolfinger schon ausgeführt hat, vor allen Dingen finanziell erstmal motiviert. Aber es ist doch vielschichtiger. Also es gibt auf der anderen Seite Hacktivist-Gruppen, die beispielsweise auch ihren Unmut dann kundtun und sich an irgendeinem Thema oder an irgendeiner Organisation oder auch an Unternehmen abarbeiten. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Botterdiensten, die auch über das Internet verfügbar sind, sowohl einmal über das Clearnet wie auch über das Darknet, die dann wiederum Cybercrime plötzlich erlebbar und kaufbar machen, in Anführungszeichen für jedermann, sodass man auch nicht unbedingt IT-Kenntnisse braucht, um diese Angriffe dann von der Kette zu lassen. Also es ist eine Vielzahl von verschiedenen, sage ich mal, Aktivitäten oder auch von Gruppierungen, die da unterwegs sind, dass es dann zum Teil das auch schwierig macht in der Täterattribution. Und noch ergänzend zu dem, was Herr Wolfinger gerade sagte, auch zum Thema Ransomware, was ja momentan so die Schlagzeilen schlechthin produziert, müssen wir eine Sache postulieren noch, und zwar, dass es mittlerweile auch ein relativ neues Phänomen ist, dass beispielsweise die Null-of-Service-Angriffe verwendet werden, um beispielsweise auch Ransom-Schadcode in Umlauf zu bringen, all dieweil im Vorhinein quasi Vulnerabilities auf dem Webserver gescannt werden, man den Schadcode in Position bringt und dann quasi durch den DDoS-Angriff einfach mutwillig dafür sorgt, dass der Webserver durchstartet. Und aufgrund des Umstandes, dass der Schadcode häufig mit Timebombs versehen ist, das heißt eine Verschlüsselung erst viele Monate häufig später dann erfolgt, ist es unglaublich schwierig für die Unternehmen, diese Dinge irgendwo in Zusammenhang zu bringen. Und häufig ist das, was irgendwie mal aussah wie ein DDoS-Angriff, dann plötzlich Monate später was ganz anderes.
Verstehe. Das heißt also auch, nochmal Frage an Herrn Sester bitte, ich verstehe das so, dass IT-Sicherheit heute auch ein großes Stück Risikomanagement ist. Sie haben ja gesagt, die Mehrheit der Leute versteht die Wahrscheinlichkeiten im Risiko nicht. Vielleicht können Sie da nochmal uns ein Gefühl geben. Ist das korrekt? IT-Security ist Risikomanagement? Also meiner Meinung nach ist IT-Sicherheitsmanagement oder IT-Sicherheit eigentlich fast ausschließlich Risikomanagement, weil man, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, wie erkläre ich einem Kollegen, einem Mitarbeiter, welche Sicherheitsmaßnahmen er einführen soll und welche er nicht einführen soll. Da muss ich ja eine Basis dafür haben und das ist im Regelfall, die hohen Führungskräfte werden mir da wahrscheinlich zustimmen, Vorstand, der geht mit Risiken, der arbeitet mit Risiken. Es ist einfach immer eine Risikoabschätzung, was ich mache im Unternehmen. Und das Risiko muss ich natürlich entsprechend darstellen und auch mit Daten untermauern. Und da ist dann manchmal bei bestimmten Personengruppen eben diese, das hatte der Wilczek, glaube ich, am Anfang gesagt, ja, es ist ja noch nie bei uns passiert, dann passiert es auch die nächsten Jahre nicht bei uns passieren. Mhm. Ja, das ist halt leider funktionieren Wahrscheinlichkeiten nicht so. Mhm. Ja, man kann leider nicht auf der Vergangenheit, auf der Basis von Vergangenheit hier Schlüsse auf die Zukunft ziehen. Und das ist eben genau das, was oft in Unternehmen falsch gemacht wird oder vielleicht nicht richtig kommuniziert wird, ich will nicht sagen falsch gemacht, sondern nicht richtig kommuniziert wird, welches Risiko besteht, wenn ich jetzt Sicherheitsmechanismen nicht einsetze oder wenn ich sie einsetze und wenn, ob ich mich bewusst dagegen entscheide. Es kann ja durchaus sein, dass ich eben eine höhere Risikoaffinität habe als Unternehmensführung und sage, okay, ich gehe bewusst dieses Risiko ein, ja, weil es sich wirtschaftlich einfach nicht für mich rechnet, das zu machen. Das ist ja dann auch okay, aber diese Grundlage für eine Entscheidung, die muss transparent dargestellt werden, um eben auch qualifizierte Entscheidungen treffen zu können. Und die Risiken, die kommen ja in dem Fall immer von außen, aber es geht ja nicht nur jetzt um die Betrachtung sozusagen dessen, was nur Sie tun, Herr Noll, sondern es geht ja auch darum, nochmal externe Risiken zu managen. Also das heißt, gerade in der Digitalisierung, wir müssen ja auch mal die Frage stellen, wie es mit Supply Chains aussieht, wie es mit Domino-Effekten und Spillover-Effekten aussieht. Also welche Rolle spielen denn Lieferketten bei dieser ganzen Betrachtung? Ja, also was der Herr Sester sagt, will ich an der Stelle eben auch nochmal unterstützen. Das ist eben auch so, dass diese Risiken auch nicht nur ja, von IT gemanagt werden müssen und im IT-Bereich sind, sondern dass eben ein ganz wichtiger Punkt auch ist und die Erkenntnis ist mittlerweile auch so ziemlich angekommen bei den bei der Unternehmensführung, dass das Unternehmensrisiken sind, auch gerade in der Zeit, wo die Kerngeschäftsprozesse betroffen sind von solchen Angriffen. Also sehr oft in Unternehmen, das sehen wir eben, funktioniert so die Verbindung zwischen einem IT-Risikomanagement und dem Unternehmensrisikomanagement nicht so richtig perfekt. Und diese IT-Risiken und das Management der IT-Risiken muss eben ins gesamte Unternehmensmanagement eben einfließen und muss da eben auch zusammenpassen. Eben weil heute eben nicht mehr nur ein IT-Bereich dann nicht mehr funktioniert, sondern die Kerngeschäftsprozesse stehen und damit die gesamte Wertschöpfungskette steht. Ne? Und das Thema, was Sie ansprechen, Herr Schleit, dass wir eben heute auch mehr und mehr die Problematik haben, dass die Risiken außerhalb der eigenen Kontrolle sind. Also durch beispielsweise den Trend, Dinge in die Cloud zu verlagern, haben wir eben sehr starke Abhängigkeiten auch von Cyber Maturity, nenne ich es mal, also dem Reifegrad hinsichtlich Cyberrisiken auch auf einer Provider-Seite. Und genauso haben wir eben durch eine verstärkte Zergliederung von Wertschöpfungsketten auch viele Partner, Lieferanten und so weiter, auch Risiken, die außerhalb der eigenen Kontrolle sind, aber dann meinen Kerngeschäftsprozess eben auch zum Stehen bringen können. Mhm. Und ein Angreifer, der ist ja nicht im Unternehmen, hat eine Zuständigkeit für ein Risikomanagement und damit eine beschränkte Sicht, sondern der sucht sich immer das schwächste Glied.
Und wenn das schwächste Glied dann eben irgendwo in der Wertschöpfungskette ist, dann wird er eben das angreifen und damit eben aber auch ein ganzes Unternehmen zum Stillstand bringen. Da gab es so ein paar Beispiele auch, dass also durch einen Angriff eines Automobilzulieferers dann also für Tage dann auch beim Automobilhersteller das Werkstand und keine Autos mehr produziert werden. Okay. Und das wird immer wichtiger, ne? Diese Sicht darauf. Wie prüfen Sie das denn, Herr Sester? Also wie prüft man IT-Sicherheit bei Partnern und Zulieferern? Denn das ist ja ein heikles, ne? Das ist ja total sensibel, das Thema. Also das ist eine sehr gute Frage. Man kann es unterschiedlich versuchen. Ich sag mal versuchen, weil es nicht immer funktioniert. Man kann natürlich auf der einen Seite den Hersteller nach Zertifizierung fragen, eine ISO-Zertifizierung. Automobilzulieferer, die haben ja so dieses TISAX, was noch gemacht werden muss. Im Kritis gibt es ja eben ja auch Vorkehrungen, die getroffen werden müssen bei den Zulieferern für Kritis-Produkte, um eben hier nachzuweisen, dass entsprechend auf Sicherheit geachtet wird. Das ist eine Möglichkeit, die man hat, eben darauf basierend auf Zertifizierungen und Checklisten zu arbeiten. Man kann sie vertraglich verpflichten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man diese vertragliche Verpflichtung durchbekommt und wie man sie am Ende kontrolliert. Ja, das schwingt immer so ein bisschen mit. Und dann hat man natürlich, sage ich mal, bei dem einen oder anderen Cloud-Anbieter, wenn man jetzt einen großen nehmen, kann man vielleicht das ein oder andere überhaupt nicht machen, weil es eben keine Diskussionsgrundlage gibt. Da gibt es eine Euler, da gibt es eine AGB, ja, die kann man akzeptieren oder man kann es lassen. Ja, da wird es dann noch schwieriger, aber das sind meiner Meinung nach diese drei Möglichkeiten, die man gehen kann. Jetzt hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren da nochmal einiges verändert, Herr Wolfinger. Also Corona wurde ja angesprochen. Wir wissen alle, worum es geht. Wir haben das alle am eigenen Leib erlebt. Homeoffice-Regelung, schnelle Ausstattung mit Hardware und Software und so weiter. Haben Sie denn das Gefühl, dass sich die Bedrohungslage im Bereich Cybercrime nochmal verändert hat durch die Pandemie? Beziehungsweise welche Phänomene sind denn neu entstanden? Also ich würde grundsätzlich nicht von Veränderungen vielleicht reden, weil gerade der Bereich Cybercrime durch dieses irrsinnig schnelle Wachstum, Veränderungen, die die ganze Digitalisierung mit sich bringt, passt sich auch die entsprechende Szene an. Das heißt, das ist ein Anpassungseffekt. Corona, Homeoffice immer mehr. Das heißt, wo fängt man an? Indem man zum Beispiel Social Engineering nach vorne treibt, um eben über das schwächste Glied, was vorhin ja schon angesprochen wurde, quasi in die Firma einzudringen, nämlich den Mitarbeiter von zu Hause, der eben vielleicht sein IT-System eben nicht auf dem höchsten Stand hat, sondern vielleicht auch mit dem Patchen das Betriebssystem etwas hinterherhinkt. Wenn dann natürlich noch eine Schwachstelle im VPN oder Remote-Zugriff vorliegt, dann ist der Schaden oder der Effekt natürlich immens. Also von daher, das ist eher so ein Anpassungseffekt. Man hat halt gesehen, man kann nicht mehr den USB-Stick quasi auf dem Parkplatz hinterlegen, so nach dem Motto, irgendeiner wird den schon mitnehmen, sondern man muss ihn den Mitarbeiter jetzt zu Hause abholen und dann eben dafür sorgen, dass er den Täter mit ins System reinholt. Ja. Sie haben gesagt, ein adäquates Maß an IT-Sicherheit ist für Firmen gemessen an der Bedrohungslage derzeit weder finanziell noch tatsächlich leistbar. Das klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, gefährlich, unangenehm, wie auch immer man das ausdrücken will. Also woran liegt das, woran machen Sie das fest? Da kann ich das, was der Herr Sester angesprochen hat, aufgreifen. Es geht hier um quasi das Prüfen, die wirtschaftliche Prüfung, lohnt sich die Schutzanpassung in dem Sinne im direkten Vergleich zur Größe meines Betriebes. Man hat irrsinnig viele Möglichkeiten, sich zu schützen, aber das ist auch ein entsprechender Kostenfaktor, je nachdem, wie professionell man das aufstellen möchte. Wenn man jetzt einen kleinen Familienbetrieb jetzt hier hat, der zum Beispiel regionale Ware quasi vertreiben möchte, lohnt es sich dann da, große Pentests zu betreiben und dergleichen.
das ist halt so die Frage, die sich jede Firma selber stellen muss. Das Problem ist, der Bereich Cybercrime wird hier und da tatsächlich ein bisschen stiefmütterlich betrachtet. Es gibt viele Informationen, gerade das BSI hat ein breit gefächertes Informationsangebot zur Verfügung gestellt, wo man sich tief in die Materie einlesen kann und auch die Möglichkeiten, sich entsprechend IT-sicherheitsmäßig aufzustellen. Das Problem ist, das kostet Zeit. Das kann auch, wie gesagt, Geld kosten. Und da verscheuen sich tatsächlich viele, weil es geht erstmal hier um die Wirtschaftlichkeit. Ich muss erstmal quasi die schwarzen Zahlen produzieren. Und das kann durchaus zu einer sehr gefährlichen Konstellation kommen. Wie muss ich mich denn jetzt, Herr Wilczek, aus Unternehmenssicht technisch und organisatorisch am besten aufstellen, um sozusagen Sie reden ja von Vorbeuge, ne? Idealerweise, logischerweise, also nicht erst reagieren, wenn es zu spät ist. Ich nehme an, das wird auch Herr Wolfinger empfehlen. Aber was würden Sie da in diesen beiden Kategorien empfehlen? Also ich kann auch mal aufgreifen, was Herr Sister sagte, sage ich mal rein von der Methodik her, dass man wirklich anfängt, erstmal kritische Assets zu identifizieren und anfängt damit zu identifizieren, wo habe ich möglicherweise Schwachstellen, wo ist der Business Impact am größten, dass ich dann anfange, eben diese Systeme, sage ich mal, als erstes zu schützen. Grundsätzlich gilt, dass man sinnvollerweise sich immer vorbereitet für den Fall, dass man Krisenkommunikation übt und bereithält, dass man auch Fire Drills regelmäßig macht, indem man genau so einen Fall halt übt und nicht erst wartet, bis es dann wirklich eines Tages passiert, dass ich Backups habe. Das wäre mal so allgemein gesprochen erstmal eine grundsätzliche Geschichte, wie man drauf guckt. Aus unserer Sicht gilt natürlich auch immer, dass ich sicherstellen muss, dass meine Datenautobahn da ist. Weil je mehr Unternehmen am Ende des Tages in die Cloud verlagern, je weniger IT am Ende noch vor Ort bleibt, desto größer ist der Business Impact. Wenn man in der alten Welt IT auf dem Hof hatte und es gab irgendeine Störung, konnte man vielleicht in Teilen noch weiterarbeiten. Wenn ich aber jetzt meine gesamte Belegschaft im Homeoffice habe und die greifen über einen VPN-Server aufs Firmennetz zu, oder ich habe meine gesamten Daten in der Cloud, dann wird einfach die Datenverbindung da zum Nadelöhr und ist die voll und ist der Stau da, so wie wir das kennen von der reellen Autobahn, so geht dann halt auch da im digitalen Zeitalter nichts mehr. Deshalb ist das halt eine, sage ich mal, der Hygienemaßnahmen, dafür Sorge zu tragen, dass es da halt eben nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen kommt. Gibt es da auch regulatorische Anforderungen zum Thema IT-Sicherheit, die noch beachtet werden müssen? Frage ich mal in die Runde. Herr Noll vielleicht dazu? Ja, ich würde den Ball durchaus auch gerne aufnehmen, auch in Reflexion des Diskutierten der letzten Minuten, auch was Herr Sester sagte, welche Möglichkeiten hat man denn eigentlich als Unternehmen jetzt beispielsweise auf Lieferanten irgendwie zuzugehen, und da kann man natürlich, so wird es dann heute gemacht, auch Zertifikate anfordern und kriegt die dann gesendet. Das alles hilft natürlich auch, aber auch nicht so richtig, ne? Wie Herr Sester ja auch weiß, also die Möglichkeiten sind da beschränkt, und da ist natürlich schon die Frage, wie wichtig wird da auch eine Regulatorik, die dann eben auch ja verstärkt solche Punkte aufnimmt. Jetzt haben wir natürlich je nach Branche und je nach Bereich unterschiedlich ja reife oder starke Regulatorik. Wenn wir mal im Financial Services Bereich sind, dann gibt es da eine ziemlich reife und lange schon eine Regulatorik. Und der Bereich ist sicherlich relativ weit. Wenn man Automobilindustrie, Herr Sester sagte was von TISAX und so, nimmt, da hat die Regulatorik auch schon gegriffen. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren mit Kritis, also dem Bereich kritische Infrastrukturen, auch nochmal ordentlich nachgelegt in der Regulatorik. Und da sehen wir natürlich schon auch, dass Unternehmen auch dazu gezwungen werden, von regulatorischer Seite gewisse ja Mindestsicherheitsstandards einzuhalten, und dann hat man eben auch Prüfmechanismen. Jetzt ist es natürlich so für Wirtschaftsvertreter, dass die nicht so gerne nach Regulatorik rufen und das natürlich erstmal so nicht so nahe liegt, ne? Aber ich glaube schon, dass wir einen Teil der Probleme, Herr Wolfinger, vielleicht noch ein Statement von Ihrer Seite, ich glaube schon, dass wir einen Teil der Probleme, die wir heute in dem Feld eben haben, nur über Regulatorik auch regeln können, ne? Und den Weg, den man da mit Kritis gegangen ist, den finde ich eigentlich schon auch richtig und gut. Und wir haben eben auch eine Tendenz, dass
Sowohl was die Größenwerte bei Kritis angeht, eine Erweiterung haben der Unternehmen, die da runterfallen, als auch der Branchen. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz gut so, weil das die Unternehmen alleine auch nicht stemmen können und auch jener Branche die Margen so dünn sind und so schwach sind, dass hohe Investitionen in Security denen ja auch gar nicht möglich sind, muss man ja auch so sagen. Von daher weiß nicht, wie hier von meinen Referentenkollegen da die Meinungen sind hinsichtlich Regulatorik und wie viel soll man da machen und ist das ein Weg, den man gehen sollte? Ja, vielleicht nochmal, also bitte, Herr Wolfinger. Sie vielleicht Herr Wolfinger zuerst, genau. Genau, ich will die Frage aufgreifen von Herrn Neu wegen Statement. Regulatorik ist notwendig, keine Frage, weil Freiwilligkeit bedeutet, dass auch dementsprechend nur oberflächlich drüber gegangen wird, wenn man nicht kontrolliert, wenn man das Ganze nicht festhält. Die DSGVO sagt ja auch relativ deutlich, sobald man sensible Daten inne hat, hat man entsprechend auch eine gewisse Sicherheit zu pflegen, einen angemessenen Stand der Technik zu pflegen. Und das muss auch in den Köpfen entsprechend verankert sein. Es kann nicht sein, dass ich mit sensiblen Daten, das fängt schon bei Kundendaten an, agiere, damit handle oder die zumindest mal verarbeite, aber dann nicht ein adäquates Maß an Schutz quasi zur Verfügung stelle. Und dementsprechend bedarf es entsprechender Regulationen. Und Kritis ist da ein sehr gutes Stichwort. Das ist natürlich eine sehr hohe Latte an Sicherheitsstandards, zu Recht. Ich meine, wenn da was passiert, da wollen wir gar nicht drüber nachdenken. Von daher lassen wir das auch lieber mal an dieser Stelle. Aber es zeigt ganz deutlich, wie verletzlich tatsächlich die ganze digitale Welt ist. Und dementsprechend müssen wir uns da auch positionieren und den eigenen Schutz bei jedem Einzelnen auch entsprechend anpassen und hochfahren. Herr Wilczek, Sie wollten, glaube ich, noch ergänzen. Ja, also meine Meinung wäre, dass ich würde jetzt nicht unbedingt nach mehr Regulierung, aber ich glaube, sie kommt von alleine. Also Realität ist einfach, dass wir sehen, dass bei der DSGVO kontinuierlich hochgeschraubt und weiter geschärft wurde. Realität ist, dass die Kritisgesetze immer weiter interpretiert werden oder ausgelegt werden, immer mehr Unternehmen auch im Zweifelsfall in Kritis 2 und vielleicht auch Folgeversionen, die kommen werden, mit reingruppiert werden. Das ist auch ein fahrender Zug. Und ich glaube auch persönlich, dass wir schlicht und ergreifend auch über die Kapitalmarktregulierung da noch was sehen werden, weil wenn man eins und eins zusammenzählt und sieht, immer mehr Unternehmen hängen am digitalen Tropf, machen digitale Geschäftsmodelle, was ist, wenn es zu Ausfällen kommt, dann schlägt sich das in den Finanzkennzahlen des Unternehmens wieder, Umsätze sind nicht da und so weiter, Ad-hoc-Pflichten kommen. Also von daher, ich würde nicht noch nach mehr rufen, ich glaube, wie gesagt, das ist ein fahrender Zug, das kommt von ganz alleine. Mich würde nochmal interessieren, Herr Wolfinger, wie das eigentlich ist. Also wir haben jetzt ja viel davon gesprochen, dass wir Prophylaxe betreiben müssen, aber wenn wir das nicht tun, dann kommen Sie ja sozusagen ins Spiel. Wenn was passiert ist, sind Sie ja auch dann quasi an der Aufklärung beteiligt. Wie ist denn da die Lage? Also wie kommen Sie denn, kommen Sie Tätern auf die Spur? Wie kommen Sie denn auf die Spur? Und was mich auch nochmal interessieren würde, sind eigentlich die Strafen. Also ist das Rechtssystem eigentlich schon darauf eingestellt, auf diese Situation? Und sind die Strafen dafür dementsprechend vielleicht auch abschreckend genug, um dem Ganzen vielleicht auch so Herr zu werden? Fangen wir vielleicht mit dem juristischen Part an, auch wenn ich selber kein Jurist bin, aber da kann ich zumindest sagen, die Strafen, die sind da. Wir haben entsprechend die Paragraphen, die müssen noch etwas angepasst werden, verfeinert werden. Stichwort digitaler Hausfriedensbruch wäre da zum Beispiel zu nennen. Die Strafen sind da, sie müssen halt auch mal entsprechend ausgeschöpft werden, um ein Statement zu setzen. Das Problem ist allerdings, gemessen an dem, was der Staat an Strafen vorsieht, ist die Gewinnmarge für die Täter derart hoch, dass das Risikomanagement quasi bei den Tätern relativ eindeutig ausfällt. Also von daher gerade dadurch, dass die Entdeckung durch die ganzen Schutzmechanismen, sei es das Darknet, sei es VPN-Dienstleister etc. pp. Das Entdeckungsrisiko ist relativ gering, wenn man sich einigermaßen aufstellt für die Täter, zumindest in deren Denken. Und dementsprechend, warum nicht? Das Geld, was im Endeffekt bei rumkommt, rechtfertigt das Risiko seitens der Täter. Mhm. Aber von wegen auf die Frage, ob wir den Tätern auf die Spur kommen,
Der Bereich Cybercrime als Ermittlungssparte ist natürlich ein sehr spannender Bereich, weil er sehr schwierig ist. Wir reden hier nicht von Straftaten, die immer nur im Bereich von Deutschland passieren und dort auch aufgeklärt werden, sondern wir reden hier von einem weltweiten Phänomen. Wenn ich quasi den Browser aufrufe und eine Webseite aufmache von Microsoft, dann bin ich schon mal direkt über mindestens 2, 3 Server in Amerika gegangen, wenn nicht sogar anderen Ländern. Und dementsprechend müssen auch dort Daten angefragt werden. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, weil wir als Strafverfolgungsbehörde natürlich auch die Gesetze der jeweiligen Länder beachten müssen. Cybercrime kennt keine Grenzen, der Staat schon. Und das müssen wir auch respektieren. Und das macht das Ganze natürlich auch noch sehr schwierig. Plus noch der Tatsache, wie gesagt, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu verschleiern. Ich sage nur, die immer größer werdende Verschlüsselung von Kommunikation, die auch wichtig ist, das möchte ich hier an der Stelle auch betonen, das ist nicht so, dass wir sagen, oh Gottes Willen, das ist schlecht, das ist sehr, sehr wichtig, die verschlüsselte Kommunikation, macht aber natürlich die Ermittlungsarbeit oder hebt das Ganze auf ein neues Level. Um dem Ganzen professionell entgegenstehen zu können, ist es umso wichtiger, dass gerade im Bereich mit Wirtschaftsunternehmen, mit Betroffenen, dass man hier auf einem professionellen Level agiert. Das heißt, dementsprechend wurde ja auch die ZAK gegründet in allen Bundesländern, die zentrale Ansprechstelle Cybercrime, dass man einen zentralen Ansprechpartner hat, der auch auf einem gewissen technischen Niveau agiert, dass man nicht quasi erstmal erklären muss, was ist denn eine Maus, was ist eine Tastatur, sondern dass man direkt in den Themenbereich einsteigen kann, dass man direkt sagen kann, wo drückt der Schuh, wer sind meine Ansprechpartner, wie sind wir netzwerktechnisch aufgestellt, etc. pp., dass wir dann auch zielgerichtet schon mit den örtlichen Kräften, um das, wenn wir das koordinieren, dann zielgerichtet Maßnahmen setzen können. Und je professioneller man da vorgeht, und Zeit ist da auch ein wichtiger Faktor, Flüchtigkeit der Daten ist etwas, was immer gern übersehen wird. Es muss relativ schnell agiert werden. Und wenn das alles eingehalten wird, kann man den Täter schon relativ gut auf die Spur kommen. Durch diese Internationalität ist es dann allerdings natürlich sehr, sehr schwer, tatsächlich an diejenigen ranzukommen, aber nicht unmöglich. Und das kann man ja auch aus der Presse entsprechend entnehmen. Also die Polizei ist ja weltweit durchaus sehr aktiv im Bereich Cybercrime und kann auch diverse Erfolge vorweisen. Und da wende ich mich dann auch hin. Also wenn ich, wenn jemand in meine Garage anbricht, dann gehe ich ja hier um die Ecke zum Polizeipräsidium und sage Bescheid. Oder kann ich das bei Cybercrime eigentlich genauso machen? Also was ist der gleiche Weg? Also sind da, wie weit ist es denn eigentlich schon sozusagen durchgedrungen zum normalen Streifenpolizisten? Durchgedrungen einmal jetzt in dem Bereich Wirtschaftsunternehmen und Behörden, für die wir die Ansprechpartner sind. Da hätte ich es gern, dass dort das Verständnis, das es uns gibt und was wir leisten können, da wäre es wünschenswert, dass es noch präsenter wäre, als es derzeit ist. Aber da arbeiten wir entsprechend dran, um dass ja, die Firmen und die Behörden entsprechend sensibel sind, was den Themenbereich angeht. Bei den einzelnen Dienststellen, weil sie es so schön runtergebrochen haben, auch da machen wir entsprechend Aufklärungsarbeit, dass die Kollegen, wenn die zum Beispiel angesprochen werden, weil das kommt öfter mal vor, dass tatsächlich Firmen, weil sie es nicht anders oder besser wissen, dass sie sich an die örtliche Dienststelle wenden, dass die Kollegen und die Kolleginnen wissen, es gibt die ZAK und dann direkt uns mit reinbeziehen in die Anzeigenaufnahme und somit das Level der Professionalität quasi aufrechterhalten. Wir biegen jetzt schon auf die Zielgerade ein, mit Blick auf die Uhr. Würde ich jetzt ganz gerne nochmal eine kleine Runde machen bei Herrn Sester, Herrn Nolle und Herrn Wilczek. Vielleicht schauen wir noch mal einmal nach vorne. Herr Sester, vielleicht mögen Sie anfangen. Also wo geht da die Reise hin? Worauf bereiten Sie sich noch vor? Sie haben ja vorhin schon mal gesagt, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Also von daher, das geht halt einfach bis in die Ewigkeit weiter. Aber kann man das ein bisschen konkretisieren noch? Also womit rechnen Sie? Ja, also konkretisieren kann man das auf jeden Fall. Also wir rechnen, das ist ja hier auch der Tenor gewesen, durchgängig alles in Richtung Verschlüsselungstrojaner Ransomware, auch in den neueren Versionen, das heißt eben quasi mit entsprechendem Diebstahl der Daten, die dann verschlüsselt werden, Double Extortion in die Richtung. Da werden wir definitiv mehr sehen, auch das, was der Wilczek angesprochen hatte, dass es nicht mehr so passiert, dass die Ransomware da ist und direkt verschlüsselt, sondern die wird so ein bisschen draufbleiben, dann wird sie vielleicht die Backups verschlüsseln eventuell und dann irgendwann mal wird sie die Daten verschlüsseln. Also ich gehe stark davon aus, dass wir dort noch mehr sehen werden in Zukunft. Und natürlich, klar, Angriffe auf Cloud, Anbindungen, Anwendungen, der Herr Noll hat das gesagt, wir gehen immer mehr in die Cloud. Supply Chain Angriffe in die Richtung, wenn jetzt eine Microsoft, hatten wir ja auch, eine Microsoft-Funktion
entsprechend kompromittiert wurde, dann hat es natürlich ein Riesenausmaß auf andere. Genauso wie Saya, also Riesenausmaß haben wir gesehen. Ich denke, dass diese zwei Themen, da werden wir hinkommen. Und da müssen wir gucken, wie wir uns gegen schützen können mit, wie schon gesagt, im Prozess besserer Schutz und im Endeffekt schauen, wie wir die Cloud-Anwendungen hier weiter schützen können. Also Herr Noll, ich gebe an Sie weiter. Da gibt es noch einiges zu tun offensichtlich. Ja. Also wir haben das ja hier in der Runde auch schon diskutiert. Natürlich ist eine Prävention der beste Weg, ne? Dass wir auf Präventionsmaßnahmen abzielen und hier auch nochmal rausgearbeitet, wie Marc Wilczek das auch schon dargestellt hat, die Identifizierung der Kronjuwelen, ne, der wirklich wichtigen kritischen Punkte und hier eben auch auf einen sehr guten und ein hohes Schutzniveau eben achten, genau für diese digitalen Assets im Bereich der Prävention. Aber wichtig, glaube ich, ist eben auch eine Vorbereitung auf so Angriffe. Also man kann eigentlich sagen, es gibt zwei Arten von Unternehmen. Die einen sind schon angegriffen worden und die anderen werden bald angegriffen. Also man muss sich einfach darauf einstellen, dass man irgendwann auch so einen Angriff hat. Und wie man das eben dann, ich mache mal Parallele auch zu Brandschutz und anderen Katastrophen, wo man eben ja auch Übungen macht. Also sich vorzubereiten in Form von Simulationen, Übungen, was passiert dann, wie spielt das alles zusammen. Wenn wir so einen Angriff haben, halte ich eben auch für einen ganz wichtigen Punkt, der sehr gut funktioniert und noch viel mehr gemacht werden muss. Einige Unternehmen machen das bereits, aber das müsste noch viel mehr gemacht werden, dass man sowas übt auch. Ne? Also im Prinzip auch ein bisschen an der Stelle die analoge Welt in die digitale holen. Wir üben ja auch Feueralarm einmal im Jahr, also warum nicht auch Cybersicherheit? Herr Wilczek, wie sollte es heute, man sagt ja immer so, die absolute Sicherheit gibt es nicht bei IT-Sicherheit, sollte sie trotzdem das Ziel sein? Ich glaube, Wachsamkeit ist das große Thema. Wachsamkeit ist gefragt, dass wir wirklich alle miteinander da auf der Hut bleiben. Denn die Digitalisierung ist in vollem Zuge, das ist ein fahrender Zug, den will auch keiner aufhalten. Erstmal bleibt ja zu postulieren, dass damit viele Vorteile für uns alle auch einhergehen. Technologischer Fortschritt, Annehmlichkeiten im Alltag, all das ist erstmal auf der Pro-Seite. Aber es entstehen natürlich viele neue Fragestellungen, insbesondere wenn man auch denkt an, sag ich mal, Zukunftsmusik wie smarte Städte etc. Da gibt es sicherlich, sag ich mal, große Herausforderungen, die auf uns zukommen und auch Ausfälle und Unterbrechungen, die sich dann halt nochmal ganz anders niederschlagen, als wir das bisher kennen. Und es geht da nicht darum, da Schwarzmalerei zu betreiben. Die Vorteile sind erstmal da, aber das meint sich mit Wachsamkeit, dass man das halt auch nicht, sag ich mal, naiv betrachtet, sondern halt wirklich mit Maßnahmen da dran bleibt, Vorkehrungen trifft und dem Thema auch den richtigen Stellenwert einräumt. Das wäre mein Fazit und auch mein Appell. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die Runde. Ich fand das sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich fand das sehr angenehm, dass wir das Thema aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet haben. Ich glaube, man kann sagen, das Thema ist groß. So viel ist sicher sehr groß. Und wer sich noch nicht damit befasst hat, der ist unter Umständen schon zu spät dran. Also zu spät ist es nie. Es ist aber nicht 5 vor 12, sondern spätestens 1 Minute vor 12, wenn nicht schon sogar 12. Und ja, es geht eben nicht nur um die internen Prozesse, es geht um Lieferketten, es geht darum, das Thema zu einer Managementaufgabe zu machen, es geht um Awareness bei den Mitarbeitern. Also es gibt eine ganze Menge zu tun in dem Bereich und umso wichtiger, glaube ich, ist es auch, wachsam zu bleiben. Wie Herr Wilczek gerade gesagt hat, vielleicht hat diese Runde ein bisschen dazu beigetragen, eben diese Wachsamkeit zu schärfen. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, sehr geehrte Herren. Schön, dass Sie mitgemacht haben bei dieser lebhaften, angenehmen Runde. Vielen Dank natürlich auch an das ganze Team drumherum, die Vorbereitung gemacht haben und die technische Umsetzung. Auch das hat wunderbar funktioniert. Und vielen Dank allen, die zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit. Und ja, bis zum nächsten Mal. Und ja, wie gesagt, bleiben Sie wachsam. Vielen Dank.